Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Ort in Ho Chi Minh City, einen Ort in Vietnam gefunden, der nicht so laut ist. Ja, hier ist es relativ ruhig. Und dieses Video ist ein sehr wichtiges Video, okay? Weil ich in diesem Video über die Zukunft von Authentic German Learning sprechen werde und was ihr in Zukunft von diesem Kanal erwarten dürft. Ja, mir ist aufgefallen, beziehungsweise andere haben mich darauf aufmerksam gemacht, ganz besonders ein Zuschauer. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht mehr wirklich das mache, was die Mission von Authentic German Learning ist. Ja? Der ganze Zweck, der ganze Grund, warum ich dies mache. Und zwar mache ich diese Videos, damit du Deutsch mit Spaß lernen kannst. Ich mache diese Videos, sodass du Deutsch authentisch lernen kannst, sodass du Deutsch automatisch lernen kannst. Ja? Das Ziel ist es, dass ich über ein interessantes Thema rede und so lernst du Deutsch. Ja? Du lernst Deutsch, indem du mir zuhörst und neue Vokabeln entdeckst. Ja? Du lernst Deutsch, indem ich etwas erzähle über ein interessantes Thema und du nicht nur Deutsch lernst, sondern auch etwas über persönliche Entwicklung, etwas über die Welt, etwas, was begeistert. Ja? Und früher habe ich solche Videos öfter gemacht. Ja? Früher habe ich solche Videos gemacht, dass ich rausgegangen bin mit meiner Kamera und kannst eine schöne Umgebung sehen und mir dabei zuhören. Ja, solche Videos habe ich früher öfters gemacht und das Problem hier in Vietnam ist, dass sehr viele Orte sehr laut sind und gerade in der Nähe von meiner Wohnung ist es sehr laut und deswegen mache ich die Videos meistens in meinem Zimmer und dadurch siehst du nicht so viel, was schade ist. Und was ich auch in letzter Zeit viel gemacht habe, ist Wörter erklären. Ja, ich habe einzelne Vokabeln gelernt. Und viele von euch, gerade die Leute, die von Anfang an dabei waren oder sehr früh dabei waren, ja, viele von den Leuten, die die alte Zeit noch kennen, die vermissen die alte Zeit. Ja, die vermissen diese Videos, wo wir in einem Gespräch miteinander sind. Ja, sie vermissen diese Videos, wo ich euch die Umgebung zeige. Und viele Leute haben auch geschrieben, hey Marco, zeig uns Vietnam. Ja, und wie gesagt, der Grund ist, dass es leider nicht immer möglich ist, wegen den ganzen Hintergrundgeräuschen, aber ich habe hier einen schönen Ort für euch gefunden. Ja, und es sieht auch wirklich schön aus. Ich meine, schau nur das ganze Grün. Ein Hund. Ich habe mich gerade erschrocken. Das machen viele Leute falsch, ja? Ich habe mich gerade erschrocken. Genau. Der Punkt ist, ich werde diese Videos jetzt öfter machen. Zugegebenermaßen, sie machen mir auch mehr Spaß. Sie kosten ein bisschen mehr Energie, weil ich mir mehr überlegen muss. Aber das mache ich gerne. Ja? Weil es mich auch mehr begeistert. Ja? Ich mache diese Art von Videos lieber. Ja? Ich genieße diese Art von Videos viel mehr als eine Vokabel vorzustellen. Und wenn du möchtest,
dass ich eine Vokabel erkläre. Oder wenn du erfahren möchtest, was eine Vokabel bedeutet, dann gibt es immer das Wörterbuch und es gibt auch eine lange Liste in meinem Blog. Ja, wenn du auf authenticgermanlearning.com/blog gehst, es gibt einen Beitrag von mir, der eine lange Liste von Vokabeln enthält. Also ich habe schon sehr viele Vokabeln und Redewendungen und Sprichwörter vorgestellt und jetzt ist wieder ein neuer Abschnitt, wo ich mehr von diesen Videos mache. Und ich hoffe, sie werden dir gefallen. Ich merke jetzt schon, dass ich mehr Energie bekomme, mehr Lust bekomme, diese Videos zu machen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.